Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich euch ein wirklich außergewöhnliches und wertvolles Event ans Herz legen, zu dem ich selbst gehen werde und mit dem ihr euch privat wie beruflich super weiterentwickeln könnt. Und zwar findet vom 5. bis 6. Mai 2018 in Bad Kissing das Next Level Event von und mit Katharina Pommer statt. Das Event hat eine echt spannende Agenda mit inspirierenden Keynotes, wie ich finde, sowie Übungen, Impulsen und hier werden vor allem die Werkzeuge und Methoden an die Hand gegeben, die euch wirklich weiterbringen. Ihr lernt zum Beispiel, wie ihr blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflöst, wie ihr eure Vision konkret umsetzen könnt und vieles mehr. Neben Katharina Pommer, die übrigens auch hier im Podcast schon gewesen ist, werden einige weitere der besten Trainer Europas dort mit euch arbeiten, wie zum Beispiel Martin Limbeck oder Edgar Itt. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Chance der Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, genau wie ich es auch tun werde. Für alle die unter euch, die Lust darauf haben, dass wir uns dort treffen, kommt hier die Chance auf 20% Rabatt auf eines der begehrten Tickets für das Next Level Event in Bad Kissingen. Dazu gebt ihr einfach unter www.next-level-event.de/Markenrebell das Stichwort Markenrebell ein und schon habt ihr die Chance auf diese 20% Rabatt. Alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann am 5. bis 6. Mai in Bad Kissing. Ich freue mich total, wenn wir dort aufeinandertreffen und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, bleibt rebellisch und nun geht's weiter hier. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, immer wieder schön dieses Intro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Markenrebell Podcast. Heute mit einer Solo-Show und vielleicht hört man es so ein bisschen. Ich bin heute im Büro in Würzburg, in unserem Headquarter und habe einfach mein mobiles Podcast-Setup mitgenommen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es ein bisschen hallt, weil hier diese Deckenhöhen einfach ein Problem sind für Leute, die, wie ich, Audioformate aufnehmen. Aber ich hoffe, das stört nicht und ich hoffe, das kann ich in der Nachbearbeitung noch irgendwie ein bisschen optimieren lassen. Ja, das Spontane an dieser Folge ist eigentlich ein Gespräch, das ich gestern mit meiner Partnerin hatte. Und das hat mich irgendwie so inspiriert und auf dem Weg hier nach Würzburg irgendwie dazu gebracht zu sagen, hey, das musst du irgendwie konservieren für die Nachwelt. Das muss irgendwie in eine Podcast-Folge rein. Und es ging gestern um das ganze Thema, du musst alte Dinge loslassen, um neue zuzulassen. Und wir hatten irgendwie eine schöne Analogie ausgearbeitet in einem Gespräch, ohne dass wir das wirklich forciert haben oder wollten, ergab sich das irgendwie am Abend, dass wir überlegt haben, nehmen wir zum Beispiel mal das Schwimmen lernen. Ja? Also beim Schwimmen lernen hat dich ja irgendjemand an der Hand oder du hältst dich irgendwo fest und du hast irgendwie das Ziel, an den Beckenrand zurückzuschwimmen oder irgendwo hinzukommen, dann erfordert das einfach das Loslassen. Das Loslassen von der Mama oder von dem Papa, ja, wenn du das gerade lernst, oder von so einer Schwimmhilfsstange, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die musst du einfach loslassen, um mit beiden Händen gleichzeitig die Schwimmbewegungen auszuführen, um irgendwo hinzukommen. Und das war irgendwie so ein schönes Bild, weil es uns immer wieder überall im Leben begegnet und man kann gar nicht oft genug daran erinnern, am besten täglich, um zu überprüfen, sich selbst zu überprüfen, inwieweit gelingt es uns in unserem Alltag, Dinge wirklich auch loszulassen, um neue Dinge zuzulassen. Und ich habe mal so überlegt auf dem Weg hierher ins Büro, was sind so Dinge, die mir begegnen, die vielleicht auch mich betreffen, wo ich mich einfach schwer tue, diese Dinge loszulassen. Und was mir immer wieder auch in meiner Arbeit auffällt, und wir beschäftigen uns ja hier im Podcast mit dem Thema Personal Branding und Digitalisierung, ist, dass wir, wenn wir über Digitalisierung beispielsweise nachdenken, dass mir immer wieder auffällt, dass es so super schwer fällt, das
Unternehmen und die Menschen, die daran arbeiten, an gewohnten Arbeitsprozessen festhalten, dass sie nicht loslassen können, dass Technologien, die schon Jahre eingesetzt wurden, in die schon 1 Million Euro geflossen ist, die noch nicht abgeschrieben sind, dass es so wahnsinnig schwer fällt, loszulassen. Man versucht immer, und ich glaube, dieses Loslassen erfordert einfach der Prozess, wenn ich transformieren möchte. Also dieses berühmte Beispiel Raupe Schmetterling. Wenn ich zum Schmetterling werden möchte, muss ich loslassen. Wenn ich nicht loslasse, versuche ich ständig die Raupe zu optimieren. Ja, dann versuche ich die Raupe breiter zu machen, ein paar Spoiler dran zu machen, vielleicht zu vergolden oder irgendwie besser zu machen. Aber ich optimiere im Zweifel immer einen alten Prozess, der vielleicht gar nicht mehr funktioniert. Ja? Also ich bin dann mit diesen 1% besser zufrieden oder mit den 10% besser zufrieden oder mit den 5% mehr Umsatz zufrieden. Aber ich habe natürlich nicht die Chance, die nehme ich mir damit, indem ich nicht loslasse, nehme ich mir die Chance, 50% mehr Umsatz zu schaffen. Ja, oder einen völlig neuen Prozess zu etablieren, der viel effizienter läuft, der den Kollegen und Mitarbeitern einfach auch die Möglichkeit gibt, viel lieber in die Arbeit zu gehen, den Beruf auszuführen. Ja? Weil der Prozess mir einfach hilft und nicht, weil ich diesem Prozess diene. Ja? Und dieses Festhalten, nicht loslassen können, bedeutet, ich diene einer Sache, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel, nicht das Beispiel Technologie wie gerade, sondern nehmen wir das Beispiel Konzepte. Wie oft erlebe ich es in meiner Arbeit, dass wir im Marketing oder im Vertrieb Konzepte ausarbeiten? Und diese Konzepte, nennen wir sie Strategien, die fühlen sich an wie in Stein gemeißelt. Und man setzt diesen Prozess, diese Strategie um und merkt nach 3 Monaten, oh, hat nicht funktioniert. Was passiert dann? Dann wird eine neue Strategie aufgesetzt. Ja, aber die Learnings aus der alten Strategie, also diesen Wert, dass etwas, was man versucht hat, nicht funktioniert hat, also man die Erfahrung gesammelt hat, dass etwas nicht funktioniert, dass man jetzt weiß, dass es so nicht funktioniert, das fließt oftmals nicht in den Strategieprozess mit ein. Und wenn ich über Strategie spreche, dann ist das ein ständiger Prozess. Wenn Personal Branding als Prozess verstanden wird, dann ist das ein kontinuierlicher Prozess, ähnlich wie Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Prozess, der niemals endet, der mich ständig begleitet, der immer wieder mich tagtäglich berühren muss, damit ich etwas verändern kann, damit ich mich hinterfrage oder auch mit einem Team, mit einem Coach mich selbst einfach auch in Frage stelle. Und das fand ich eigentlich eine schöne Analogie zu sagen, hey, check einfach mal, inwieweit der Prozess, in dem du tagtäglich arbeitest, inwieweit die Fahrt ins Büro morgens, inwieweit ist das noch adäquat oder vielleicht gibt es ja noch eine neue Möglichkeit. Das einfach so hinzunehmen bedeutet Stillstand. Das nicht zu hinterfragen bedeutet Stillstand. Und ich glaube, dass wir uns allen einen riesengroßen Gefallen tun können, auch wenn wir in so unsere Gefühlsebene reinschauen und sagen, bin ich überhaupt noch glücklich? Bin ich überhaupt noch glücklich mit meiner Arbeit? Bin ich noch glücklich mit meinem Partner? Auch dort das nicht zu akzeptieren, wie es ist, sondern zu hinterfragen und zu sagen, hey, was kann ich selbst dafür tun, damit ich glücklich bin, damit ich diesen Beruf gern ausübe? Und ich werde feststellen, so ging es mir zumindest, dass ich, wenn ich in der Lage bin, wenn ich bereit bin und wenn ich den Mut habe, loszulassen, dass ich dann etwas völlig Neues zulassen kann. Es bedeutet nicht automatisch, dass das Neue zu mir kommt, aber ich öffne mich dem Neuen, indem ich sage, okay, so lief es bisher. Zeig mir, ja, also mal so allgemein in das Leben hineingerufen, zeig mir, was ich anders machen kann, was ich Neues machen kann. Du unterhältst dich automatisch mit Leuten, und versuchst herauszufinden, ey, wie fährst denn du morgens zur Arbeit? Ja? Oder warum bist denn du glücklich in deiner Beziehung? Wie arbeitet ihr eigentlich in einem Unternehmen und wie geht ihr mit dem Thema Digitalisierung um? Die Frage würde man sich niemals stellen, wenn man nicht bereit wäre, loszulassen. Und es gibt so ein Momentum im Loslassen. Erinnert euch vielleicht mal an dieses Schwimmen lernen. Das ist purer Nervenkitzel. Diese Stange, die mir gereicht wird, die ich festhalten kann, die mir Sicherheit gibt,
für diesen einen Moment loszulassen, um mit beiden Armen gleichzeitig Schwimmbewegungen auszuführen, die mich oberhalb der Wasseroberfläche halten und mich zu einem Ziel bringen. Also dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, dass das funktioniert, sich auf das Leben zu verlassen, die Sicherheit im Leben zu finden und nicht an dieser Stange, die ich krampfhaft versuche festzuhalten. Und dieses Momentum, auf das kommt es an, dieser Nervenkitzel für diesen einen Moment, wenn ich den aushalten kann, wenn ich den gezielt auch suchen kann, dann denke ich, kann ich transformieren, dann kann ich Dinge verändern und dann kann ich mich davon lösen, mich von Prozessen lösen oder alten Denkmustern, alten Glaubenssätzen lösen, die da sagen, hey, die Technologie, die wir einsetzen, für die haben wir richtig viel Geld bezahlt. Die ist noch nicht abgeschrieben und die werden wir so lange verwenden, bis sie abgeschrieben ist, bis diese Investition sich ausgezahlt hat. Aber vielleicht ist es ein guter Moment zu sagen, scheiß drauf, völlig egal, was wir investiert haben, wir müssen etwas Neues anschieben, wir müssen etwas Neues ausprobieren. Nicht mehr das tote Pferd reiten, gibt es ja diesen berühmten Spruch, sondern einfach wirklich zu sagen, hey, und jetzt packen wir es nochmal neu an. Jetzt gründen wir eine Arbeitsgruppe und schauen einfach, was sind die neuen Ideen. Ja, wir suchen uns Leute, die uns inspirieren, mit denen wir zusammenarbeiten können, die Kompetenzen mitbringen, um etwas Neues zu kreieren, um am Ende zu transformieren und nicht die Raupe zu optimieren. Und an dieser Stelle will ich einfach auch diesen Podcast beenden, der so einfach nur vielleicht für euch auf dem Weg zur Arbeit immer mal wieder kurz anhörbar sein, um euch selbst einfach daran zu erinnern, dass ihr es in der Hand habt, diese eine Schwimmhilfe, diese Stange loszulassen, um selbst mit kraftvollen Schwimmbewegungen euer Ziel zu erreichen, den Beckenrand zu erreichen und auch das Gefühl zu genießen, es getan zu haben, diesen Erfolg wahrzunehmen und zu sagen, hey, das war genau die richtige Entscheidung. Das wollte ich noch mit euch teilen. In diesem Sinne nur das Beste für euch und wie immer, bleibt rebellisch. Ciao, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen freihaus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.